Seit Jahrzehnten bestimmt die Braunkohle im Rheinischen Revier und im ostdeutschen Tagebau das Leben. Bis spätestens 2038 aber will Deutschland aus der Kohle aussteigen. Mit 40 Milliarden Euro will der Bund den betroffenen Ländern den Ausstieg erleichtern und den Strukturwandel fördern. Im Osten Deutschlands geht es um das Lausitzer und das Mitteldeutsche Revier und damit die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Bis zu 16.000 Jobs werden sie in der Lausitz verlieren, wenn sie hier keine Kohle mehr abbauen werden. Deswegen haben Beschäftigte des Bergbauunternehmens LEAG ihren Arbeitgeber gewechselt und sind jetzt bei der Deutschen Bahn in Cottbus. Dort wollen der Staatskonzern und der Bund ein neues ICE-Werk bauen und 1.200 neue Arbeitsplätze in den kommenden 4 Jahren schaffen, um den Strukturwandel voranzubringen. Zum Teil ist es wie so ins kalte Wasser geworfen werden, aber zum Teil ist es auch total spannend, erstmal herauszufinden, was überhaupt jetzt los ist. So wie so ein Marsianer fühlt man sich, so der einer der Ersten ist. Neben dem Bahnwerk will der Bund nach eigenen Angaben bis zum geplanten Kohleausstieg 2038 rund 40 Milliarden Euro in die Reviere investieren. Zum Beispiel in die Batterieproduktion in Brandenburg, eine Universitätsmedizin in Cottbus und ein Forschungsinstitut für künstliche Intelligenz. Nicht für alle eine Alternative, kritisieren Gewerkschafter. Hier sehen wir durchaus Fehlentwicklungen. Wir wollen, dass Arbeitsplätze entstehen, in die die Kumpels auch wechseln können und nicht zunächst in Infrastruktur investiert wird, was eigentlich aus anderen Haushaltsmitteln finanziert werden muss. Umstritten ist hier auch, wie schnell erneuerbare Energien ausgebaut werden sollen. Denn in der Lausitz fragen sich jetzt wegen des Kriegs in der Ukraine einige, ob die Kohlekraftwerke doch länger am Netz bleiben werden.